Hallo, hier spricht der Noob, der niemals hätte Super Mario Galaxy 2 hätte Let's Playen sollen, wenn es nach bestimmten Usern geht. Ja, hallo Leute, willkommen bei Let's Play Super Mario Galaxy 2. Ja, wir sind der Marius und wir wollen würfeln. Mal sehen, ob ich diesmal gewinne. Ja, geil, ich habe gewonnen. Ich bin der beste Spieler. Nein, eigentlich hatte ich jetzt echt mal Glück, dass ich einmal gewonnen habe in der ganzen verdammten Galaxie. Verdammt nochmal, ist das genial. Ich bin der Beste. Nein. Okay, wollen wir mit dem mal wieder was einzahlen? Ich gebe dir mal wieder ein paar Sternteile von mir. Ja, genau, ja, du willst Sternteile haben. Ja, nimm sie doch, Mann, hier, los. Oh, du Arschloch. So, ja, bitte, nimm meine Sternteile. Und verlass mich in Ruhe. Wieso hast du nur 100? Ich hab dir doch schon letztes Mal viel gegeben. Stirb! Dann kriegst du halt eben alle, die ich hab. Mal wieder. Oh, so, bitteschön. Nee, letztes Mal habe ich ihm, glaube ich, 100 gegeben, kann das sein? Keine Ahnung. Auf jeden Fall kriegt er wieder Sternteile von mir. Das sind ganz schön viele. Schau mal, ich habe das hier im Lager gefunden. Ja, bla. Zwei Leben. Geil, tu ab, ja, yeah, mein Lager ist jetzt mit Sternen voll und du wirst sterben, ja. Hallo, Luba, ich hasse dich, du bist, sie ist, fett. Sane, oder keine Ahnung, was sie sagt. So, weiter geht's. Wir wollen jetzt in der zweiten Galaxie weitermachen. Und zwar haben wir hier alles erledigt, wenn es nach mir geht. Wenn ihr der Meinung seid, ich habe hier irgendwas vergessen, schreibt es mir natürlich. Ihr seid herzlichst willkommen. Bitte aber als Kommentar und nicht als persönliche Nachricht. Das stört so ein bisschen, muss ich sagen. Jetzt wollen wir mal gucken, gehe ich jetzt zuerst oben oder unten lang? Also für mich sieht das hier interessanter aus. Riesenwasservergleich. Also mache ich erst das hier oben, damit ich das Schönste für den Schluss aufbewahren kann. Denn so bin ich ja nun mal drauf. Schauen wir nochmal nach, was uns hier erwarten wird. Bröselbrock-Galaxie. Ja, klasse. Rollodillo auf Kollisionskurs. Klar, das sagen wir jetzt auch voll viel. Schauen wir mal. Es sieht fast aus wie ein Glas. Und da drin ist ein steiniger Pilz. Was für ein Pilz ist das? Sehr, sehr merkwürdig, muss ich sagen. Aber wir sind ja gleich schon da. Und die Musik ist mir gleich von Anfang an sympathisch. Ich weiß noch nicht, was der Unterschied zwischen den gelben und den... Achso, die spucken Steine, das war ja die Sache gewesen. Die gelben hier spucken mit riesigen Steinen und die normalen... Ja, die blauen, die spucken halt mit kleinen Steinen und die riesigen Steine sind, glaube ich, gefährlicher. Was macht ihr hier? Faulenz hier etwa? Es war keiner der Meinung, dass dieses Ding kaputt zu kriegen ist. Ich kann nicht glauben, dass der Kapitän mir das aufgetragen hat. Und du? Harte Arbeit. Okay, dann schlaf du mal. Und hier ist noch ein dummes Monster, dich töte ich nochmal. So, und damit öffnet sich diese Kapsel. Ja, wollen wir mal gucken, was das hier im Pilz ist. Ja klar, schüttel die Wiefeln, um über deine Gegner zu rollen. Ja, was soll ich dazu jetzt sagen? Ich bin ein... Was zur Hölle? Egal. Okay, also ihr habt gesehen, also Mario spackt einfach nur ab und... Wir bringen das hier um! Ja! Okay, ah, das geht sogar. Ich wusste es. Yeah! Und da drin ist eine Kometenmünze. Zum Glück habe ich vorher mit diesen Leuten hier geredet. Sonst wäre ich dann wahrscheinlich nie drauf gekommen. Sehr gut, damit haben wir die Kometenmünze schon mal abgehakt. Ihr müsst euch keine Sorgen mehr darum machen, dass ich wie ein dummer K.O. wieder dran vorbeilaufe. Alles ist gut. Yeah! Laufen wir da mal gegen. Oh, es funktioniert sogar. Ja! Geht aus dem Weg! Oh, ich habe meinen Gegner gewonnen. Strike! Feuer los! Yeah! Bums! Und ich bin bei einem ersten Checkpoint gelandet und hier ist ziemlich viel los. Ja! Und ich roll einfach alles um. Juhu! Und das funktioniert sogar ziemlich gut, muss ich dazu nochmal sagen. Einmal Sternteil einsagen. Nein, ihr kriegt mich nicht. Ja, Jung. Das macht höllen Spaß, Leute. Ja, schon deshalb solltet ihr euch dieses Spiel kaufen. Weil man hier einfach mit so einem Stein herumrasen kann. Passt aber auf, dass ihr die Banden da lasst. Also, dass ihr nicht übertreibt oder dass ihr nicht eure Fähigkeit verliert, was vielleicht auch gar nicht so schlecht ist. Weil das Ding ist irgendwie unaufhaltbar, also wenn es nach mir geht. Also, ich habe bis jetzt noch keine Funktion gefunden, womit ich das Ding anhalten kann. Also passt lieber ein bisschen auf. Oh Gott, lass mich jetzt in Ruhe. Sonst kommt der Kacknook wieder mir vor, der kein Super Mario Galaxy 2 Let's Play darf. Und das wollen wir ja nicht. So, mal sehen. Was ist denn das da hinten? Ein kleiner Okto-Freund wieder. Und ein hüpfender Kollege. Stirb. Ja, du hast Kopfschmerzen. Stirb. Und was ist jetzt? Einer ist da noch. Okay, den schmeiß ich auch nochmal ab. Schmeiß ich auch ab. Ich darf ihn nicht. Stirb. Stirb dafür, dass ich ihn nicht getroffen habe. Okay, da hinten ist noch einer. Oh, hier verprühe ich auch echt wieder jeden Einzelnen, ne? Ich kann einfach nicht anders, es ist ein Zwang. Somit hätten wir das auch geklärt. Und hier hätten wir nochmal ein Pilz gewesen für die Leute, die ihn brauchen. Wir rasen da jetzt voll rein. Ja! Geil! Und weg sind wir.
Wie immer verlieren wir unsere Kraft und wir sollten jetzt mal aufpassen, genau, dass wir hier nichts verpassen. Einfach Kettenhunde. Kettenhunde und wieder diese dummen gelben Monster, die wir am besten gleich mal plätten. Yeah, und wir los. Und paar alles um, was wir finden. Und wir können sogar auf den Schlamm relativ schnell herumrollen. Okay, die Kettenhunde können wir nicht töten. So viel dazu. Das geht nicht. Aber wir können diese... Ach du Scheiße, nein, 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 lauf aus dem Weg, Mario. Kamerasteuerung ist die ganze Übel. Mal sehen, was hast du zu sagen, Chef? Schatzsuche, Schatzsuche. Hey, hast du deinen Powerstern? Suchst du einen Powerstern? Ja, klar suche ich einen Powerstern, sonst wäre ich ja nicht hier. Okay, ich nehme mir einmal kurz einen Steinpilz wieder. Ich springe da kurz rüber, hole mir die Münze. Ah, so, wieder volle Energie. Passt also auf die Kettenhunde auf. Meine Haustiere sind nicht zu beachten. Diese Chain-Chomper. Ach du Scheiße. Leute, da, Leute, ganz ehrlich, wie viele davon werden meine sein? Alter, ich kann das... Wow, das ist gar nicht so schlecht gelaufen, muss ich doch mal dazu sagen. Yeah. Ja, geil. Okay, anscheinend konnte ich eben stoppen. Also, es ging ja relativ gut aus. Muss ich nochmal dazu sagen. Es sind nur zwei davon Gumbas geworden. Von daher war mein Glück hier diesmal gar nicht so schlecht. Aber was sollte denn sonst passieren? Es gab hier nur Münzen, Bowser und... Ja. Und glaube ich Sternteile. Vier Sachen waren möglich. Ja gut, bei anderen sind auch nur zwei Sachen möglich. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Es war irgendwie... War das schön, dass mal was Gutes passieren wollte. Puh. Jetzt muss ich dagegen rasen, richtig? Gut. Ich bin schon wieder ganz außer Atem. Einmal dagegen klatschen. Und wir können weiter. Ich muss mir um die Kometenmasse keine Sorgen machen. Lieber mit den kleinen Freund hier reden. Und mal schauen, was er uns anbietet. Natürlich einen Pennerpilz, den ich natürlich wieder haben möchte. So, ihr kennt mich ja. Immer einen Pennerpilz mitnehmen, wenn man ihn findet. Yeah. Auch wenn es hier manche neue Zuschauer hier sind und nicht wissen, was meine ich mit diesem Pennerpilz. Ja, das ist der Hobo-Pilz aus einem meiner kleinen Let's Plays. Ja, Hobo Prison Brawl oder was weiß ich, Hobo Strikes Back oder Hobo Wars, was auch immer das war. Da sollte man vielleicht vorbeischauen, um diesen Witz zu verstehen. Oh. Und jetzt lande ich im Nirgendwo, oder wie? Mal sehen, was ist denn das? Ist das... Nein, es ist Megaviech. Es ist zurückgekehrt und... Wie nennt man diese Monster? Also für mich sieht es... Heißen die nicht Armadillo? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Oh mein Gott, ja, auf jeden Fall rase ich dir einfach mal hinten rein und natürlich bringt das was. Aber für mich bist du einfach nur ein blaues Monster mit... Aus Zelda. Und du machst ziemlich abgefahrene Geräusche. Alter, ist er gerade größer geworden? Das ist nicht euer Ernst, oder? Wie kann ich mit dem Ding anhalten? Ah, ich kann damit springen. Oh, du Scheiße! Oh Gott. Ja! Ich hau da voll gegen. Oh nein, ich habe meine Kraft verloren. Ich will meine Kraft wieder haben. Nein, du wirst mich nicht töten. Nicht töten! Böse! Los, lass mich in Ruhe. Ach, shit! Alter, ist er schnell. Jetzt rasse ich den rein! Yeah! Komisches Igel-Monster-Vieh, das mich an irgendwelche komischen Monster erinnert, die mich gar nicht erinnern kann. Ich muss nachher unbedingt mal nachgucken, ob es Armadillo heißt und sonst mache ich hier ein neues Call-Out rein, wo ich das dann erkläre. Nochmal in den Arsch treten. Stirb. Stirb, wie hässlich sein. Ja! Oh Gott! Du hast mich wieder nicht getroffen! Yeah! Ich bin viel schneller. Yeah! Du bist niemals. Ah, okay, du hast mich getroffen. Ja, du bist schlau. Ausnahmsweise mal. Oh, du bist aber auch richtig pissig. Kann das sein? Ja, ich springe mal wieder aus dem Weg. Einmal Ruhepower holen. Nein, nein, nein. Du bist ein ganz böses Monster. Oh, shit. Bist du jetzt Kopfschmerzen? Kopfschmerzen, gut. Arsch. Voll in den Arsch getreten. Dreimal als eine dumme... Gleich ist es ja eine Katze gewesen. Eine fette Katze verkleidet als komisches anderes Monster. Wenn wir nächstes Mal rausfinden. Bis zum nächsten Mal. Bye. Super Mario Galaxy 2 und dann werden wir mal gucken, ob wir noch irgendwas hier machen können oder sonst. Ja, sonst gehen wir halt in die andere Galaxie, so einen riesigen Wasserfall. Oder wir lassen uns hier erstmal was erklären. Ja, war ja klar. Jetzt wird uns vorgestellt, dass wir dieses dritte Item gefunden haben. Wozu es dient, ich weiß es nicht. Ihr wisst es wahrscheinlich auch nicht. Ich habe in dem Fall nichts weiter dazu erhalten als Information. Ist das wahrscheinlich einfach nur eine Trophäe. Egal. Jetzt wurde sehr viel freigeschaltet. Heilige Scheiße, sehr, sehr viel. Raumschiff Mario kann jetzt noch weiter fliegen. Raumschiff Mario. Das hört sich so geil an. So, damit haben wir unseren... Ja, okay, ist ja gut. Felsen mitgebracht. Klasse, du hast es drauf. Aber wieso hört sie sich einfach... Halt die Klappe, ich bring dich um. Oh, ganz unter uns. Ich frage mich, okay, das kommt jetzt in RTL rein. Halt die Klappe, ich bring dich um. Ja, Selbstmord gefährdet, Amok laufen. So, ernsthaft, wofür werden wir diesen ganzen Klappe hier sammeln? So, ja, keine Ahnung. Ich kann es dir auch nicht sagen.
Auf jeden Fall will der dumme Postbote was von mir. Ein Brief. Eine legendäre Einladung. Ich bin ein legendärer Spieleprofi. Es gibt ein neues Spiel, in dem du mich mit mir messen drohst. Dann triff mich in der Wattewolkengalaxie und wir finden heraus, was du drauf hast. Nächstes Mal bei Super Mario Galaxy 2. Wir bauen dann den komischen blauen Affen heraus. Wieso ist alles in diesem Spiel blau? Hat das was mit der blauen Kraftanzeige zu tun? Oder wird dir einfach die grüne Hobo-Anzeige diskriminiert? Wir werden es niemals herausfinden, wenn wir nicht weiterspielen, und zwar nächstes Mal. Ciao, ciao.